ein Kampf. Er hat ihn fertig gemacht. Das wird dir noch leid tun. Steck die Waffe weg. Kluges Kerl. Achso, du redest nicht mit mir, solange ich die Quest noch nicht hab. Dann hau ich dich um. Nimm die Waffe runter. Hallo? Hallo. Ah, jetzt. Steck die Waffe weg! Klarer Sieger, würde ich sagen. Du hast jede Menge Kraut bei dir. Das nehme ich dir ab. Nur Vizen verprügeln. Macht doch immer wieder Spaß. Aber Novizen sind nicht das Einzige, was wir hier im Sumpf verprügeln können. Die können wir auch verprügeln, aber die Wahrscheinlichkeit, dass die uns verprügeln, ist deutlich höher. Deswegen lassen wir das mal. Was ich suche, ist mehr so kleines Geschmeiß, hier sowas. Fliegengeschmeiß. Hallo. Hallo? Ey, kleine Fliege. Stufe gestiegen. Das wollte ich doch. Da ist noch mehr so kleines Fliegengeschmeiß. Irgendwer ist da gestorben. Ich weiß nicht wer. Ich hoffe, es war niemand Wichtiges. Bleibst du bitte weg? Danke. Hallo, kleine Fliege. Die machen mich mit einem Schlag kaputt. Also nicht diese Fliegen da, sondern die scheiß Sumpfhaie. Also gerade nicht, warum die mich so verfolgt haben. Also nicht, warum der mich die ganze Zeit verfolgt. Nicht mehr aufhört, mich zu verfolgen. Aber schön. Der hängt mir jetzt die ganze Zeit am Arsch. Oh oh. Hör auf damit. Bist du wahnsinnig, Junge? Ich weiß nicht, was gerade mit den Sumpfhaien los ist. Eventuell habe ich schon mal erwähnt, dass das Spiel ein bisschen buggy ist. Stellenweise. Ich habe jetzt hier 4 Sumpfhaie an mir hängen, die ich nicht mehr loswerde. Das ist ja ganz großes Kino. Ich darf die ja nicht hier zu den kleinen Männchen locken. Sonst sind die nämlich ganz schnell Geschichte, die kleinen Männchen. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Den Bug hatte ich noch nicht.
immer wieder was Neues hier bei Gothic. Ich gehe einfach mal schlafen. Wie gesagt, schlafen löst in Gothic die meisten Probleme. Wenn ich ja wüsste, wo ich immer Zweihänder trainieren könnte. Wahrscheinlich hier bei dem Typen, aber... Nur wenn ich dem Lager angehöre. Laufen wir mal bis zum nächsten Morgen. Wahrscheinlich laufe ich jetzt hier irgendwann durch die Gegend und auf einmal steht ein Sumpf hinter mir oder so. Würde mich auch nicht wundern. Gut, ich sehe es zumindest gerade nicht mehr. Hör auf damit, Junge. Du sollst gerade ausspringen. Und nicht irgendeine Kerze in die Luft machen. Na gut. Jetzt zu euch. Ich habe keinen Gottmod an oder so. Ich habe nicht gecheatet. Die machen wirklich so wenig Schaden. Ich weiß nicht warum. Hast du das gesehen? Ich bin echt zum Kreis gedreht. Ich höre die ganze Zeit so Wassergeräusche. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass die Sumpfhaie auf einmal hinter mir stehen. Was macht ihr hier? Wir sammeln das Sumpfkraut, das unsere Brüder dann zu Rauchwaren verarbeiten. Es ist ziemlich gefährlich, im Sumpf zu sammeln. Aber das Zeug wächst nun mal nur hier. Ist auch gut so. Warum? Weil dann die beiden anderen Lager nicht rankommen. Wir sind die einzigen in der Kolonie, die Sumpfkraut ernten können. In den beiden anderen Lagern können wir es tauschen. Und wir bestimmen den Preis. Ah ja. Und du gibst jetzt einfach mal das ganze Kraut. Dich hau mal auch nieder. Und dich auch. Einfach nur, weil es EP gibt. Wir könnten die hier wiederum auch töten. Oh oh. Dieses blaue Leuchten, was ihr gerade gesehen habt, war übrigens die Barriere. Wenn man da zu lange drin stehen bleibt, dann kriegt man ein Gewicht und ist tot. Wollte ich nur mal so erwähnt haben. Diese ganzen Kräuter, die auf dem Boden liegen, die müssen wir später so oder so sammeln. Deswegen nehme ich schon mal einige davon mit. Ach ja, immer wieder schön. Ui, Alter, wie hoch ist denn die Blutfliege da? Das ist aber nicht normal. So hoch können die eigentlich nicht fliegen. Ich arbeite mich hier gerade mal von Insel zu Insel vor, sammle die ganzen Kräuter noch ein. Müssen wir danach einmal machen. Muss allerdings auf die scheiß Sumpfeier aufpassen. Ich könnte versuchen, so einen zu töten. Als ich das in einem Offscreen-Spiel gemacht habe, hat das allerdings nicht besonders funktioniert. Ganz im Gegenteil. Da haben die mich einmal geschlagen und ich war tot. Ich mache denen halt auch keinen Schaden, das ist das Problem. Gesehen habt. Ja, die haut halt einmal zu.
und hau da nochmal zu. Und ich hau 15 Mal auf den drauf und mach dem keinen Schaden. Was das für ein komisches System war damals oder ist heute, habe ich auch keine Ahnung. Ist auf jeden Fall so, dass man manchen Gegner einfach nicht angreifen kann. Bis zu einem bestimmten Level oder Stärkegrad. Und dann auf einmal sind die angreifbar. Folgst du mich? Und ja, dann lass das. Nein, du verfolgst mich nicht. Gut. Du verfolgst mich nicht. Wir könnten noch da hinten. Jetzt hänge ich an diesen kleinen Totenschädeln fest. Dann könnten noch da hinten zu den Blutfliegen gehen. Kloppen sich, glaube ich, gerade irgendwie mit dem Hai. Deswegen lassen wir das mal. Ich wüsste nur gern wieder, wie ich hier aus dem Sumpf rauskomme. Hier sind noch so ein paar Heilkräuterchen. Und da hinten geht es auch aus dem Sumpf raus. Jetzt hör auf damit! Mensch. Immer dasselbe mit dem. Mit seinen akrobatischen Stunteinlagen hier. Boah, Junge. Irgendwann habe ich dich erschlagen. Für dein dummes Gehüpfe. Wer bist du? Templer. Gut. Wir haben noch die Aufgabe, einem auf die Schnauze zu hauen. Damit er wieder arbeiten geht. Und so können wir, wenn es diesmal dann klappt, uns hier durch manövrieren. Klappt meistens nicht. So. Dann gehen wir halt hier durch. Und dann hier durch. Und dann müssen wir da hinten rüber. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Nach so vielen Stunden, die ich in Gothic verbracht habe, schon kennt man irgendwann die Wege. Das ist wirklich klar, dass das ärgerlich. Was hast du für mich? Hier! Nimm 3 Rollen Sumpfkraut. Es ist schwarzer Weiser. Gutes Zeug. Du kannst jeden Tag mehr davon haben. Aber wenn du mehr als deine tägliche Ration willst, musst du zahlen. Falls du auf deinem Weg zwischen den Lagern Kräuter und Beeren findest, bring sie zu mir. Ich werde sie dir abkaufen. Das heißt, du hast... Ich will handeln. Was willst du haben? Erz? Oder willst du was verkaufen? Verkaufen. Für dein ganzes Erz. So. Dafür kriegst du von mir... Schwerter. Was auch sonst. Verlass dich auf jemanden, du bist verlassen. Das ist eben... Novize. Harlock. Gorim schickt mich. Was? Schwing deinen Hintern zu den Krautstampfern, oder es gibt Saures. Versuch doch mal, dich mit mir anzulegen, du Penner. Was hast du mit der... Clara, Junge, Sieger, noch Fragen? Was ist eigentlich mit dir hier? Tritt näher. Hä? Hab ich das schon bekommen? Idiot. Komm, steh auf. Faules Stück. Lass mich. Suchst du wieder Streit? Schon wieder bei mir, ja. Na, hast du langsam Lust bekommen, deinen Freund abzulösen? Du verdammter Mistkerl! Wieso mischst du dich überhaupt in unsere Angelegenheiten? Ich dachte, das wäre schon lange. Ich will dich einfach stampfen sehen. Ist ja schon gut. Ich gehe ja. Manche lernen eben gar nichts. Mistkerl. Stampfen! Lass mich mal vorbei.